Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mittelerde, Mordor Schatten. Welche Aufgabe war ich jetzt bei? War ich dabei? Da muss ich erstmal wieder hin. Meter. Glaube, da wäre es besser, wenn ich da schnell reise. Das ist auf jeden Fall schneller. Da muss ich aber erstmal an denen da vorbei. Nope, ihr sieht mich nicht. Auftrag starten. So, 25 Orks zusätzlich töten. Mich hat niemand gesehen. Und noch einer. Wenn wir dem Grabwandler begegnen, dann bleib mir aus dem Weg. Lieb im Weg, du Mann. Du gehst immer aus dem Weg. Ist hier irgendwo ein Häuptling? Oh, ah, da kommen neue Truppen. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Ich hab nur die Skraven an der Grube bewahrt. Du entdeckst mich nicht. Hoch hier bitte. Hab gehört, da sind zwei sogar. Sag du. Ich will den anderen markieren. Nahtstug. So, noch einer erwischt. Ich sehe nichts, Regen und Rauch. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt es nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Ich schwöre, ich habe ihn atmen hören. Das war der Wind. Oh,
Ich bin der Tark, ich komme euch zu töten. Sicher doch! Kommt, hol uns, Mane! Ein bisschen Karoge befreien. Der haut ab. Moment mal. Da war noch ein Dritter? Bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack. Was war das für ein Geräusch? Einer ist direkt unter mir. Der ist ein bisschen zu weit unten für meinen Geschmack. Hab dich gefunden. So, der da muss weg. So, ich hau mal ab. Endlich treffen wir uns und du erfüllst meine Erwartungen. Erwischen. Wenn meine Freunde hier sind, nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht. Erwischt. Das läuft nicht nach Plan. Und besiegt. So, 25 von 25 Orks habe ich besiegt. Einer fehlt noch. Einer der Elite-Wächter fehlt noch. Und da sind zwei dieser Hauptmänner im Weg. Da ist noch ein Hauptmann, auch noch. Wieso bleibt er da unten?
Luchs zu jagen. Egal, was es war. Bleib eins von den Trolligen. Einmal sind wir drei zugleich. Habt ihr das gehört? Wir zappeln nicht auf. Ein runter, bitte. Wo ist er denn? Du bist jetzt tot! Du bist mir im Weg! Und besiegt! Aufgabe erfolgreich! Gut! Und jetzt weg hier. Mein Ziel ist erreicht. Die Aufgabe ist erfüllt. Ich gehe jetzt mal zu diesem Turm. Da. Und der ist weit weg. So, einfach mal durchrennen. Wir brauchen eine richtige Schlacht, um der Welt zu zeigen, dass wir es schaffen. Ein bisschen Heilung könnte ich auch gebrauchen. Hier ist doch irgendwo die Pflanze. Ah, da. Bogenschütze. Na, da ist der Turm. Ich sehe ihn schon. Ach, wie ich sehe, teilen sich die beiden Fähigkeiten nicht. Ah, gut zu wissen. Die Leiste unten. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildien. Sehe die Steine aus halb vergessener oder in der Vergangenheit. Karte. Was mache ich zuerst? Ich hole mir erstmal dieses Ithildien. Was da ist in dieser Höhle. Moment mal. Ah, ich kann mir das leisten. Fähigkeitspunkt habe ich nicht. Ein weiterer Dolchruhenplatz.
Na, was nehme ich denn? Also die drei sind ausgerüstet. Das nehme ich mal. Wobei hier unten noch ein etwas ist. Artefakt. Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei. Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erlegen. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Graug. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei. Ist sie nicht großartig? Diese Details. Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Torwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Dieser Torwin scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Jetzt auch noch ein Ziel, den. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Den Graut da unten will ich nicht bekämpfen. Nein. Ach nee, das sind kein Grau. Das sind Karagors. Hey, wo kommst du denn her? Ah, hier ist das Izzildin. Nanichir, Gelaia Mordor. Bald habe ich alle. Na, wo ist denn die Höhle? Ist die unter mir? Ah ja, sie ist unter mir. Ich hoffe, hier ist nichts Schlimmes drin. Noch 8 fehlen.
Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Ach, hier versteckt sich jemand praktisch. Okay. Bisschen Gesundheit erneuern. Ah, eine Bogenaufgabe. Na, was ist das für eine Aufgabe? Au. Lass mich durch. Ich soll die da reinlocken? Das waren 11. Kommt her. Ich muss doch ein bisschen mehr reinlocken. Los, kommt her. Abgeschlossen. So, und jetzt kann ich auch wieder hier raus. Leben. So. Verbesserungen. 780. Oh, bisschen Leben. Kann nicht schaden. Wohin führt die schwarze Straße? Tag und Nacht schreiten die Orks hier entlang. Mitten hinein in das, was noch von Barad-dûr und all der Verdorbenheit da drinnen übrig ist. Schlag die nieder! Nimm das! Bitte, du musst verstehen. Wir waren so hungrig. Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns! Eine weitere Befreiungsaufgabe, die hier aufgetaucht ist. Huch, da ist auch noch ein Artefakt gewesen bei dem Turm. Okay. Heißt, auf zum Turm zurück. Warum flehen die Sklaven andauernd um ihr Leben? Sie wollen dich nur ablenken, damit sie leichter entkommen können. Man würde denken, sie bevorzugen einen ehrenvollen Tod, anstatt auf der Flucht. Sie sind tragisch. Sie sind nicht auf dem Weg. Das wird
Also hier lang. Hey, hier hoch, bitte. Hallo? Wie hier hoch? Geht doch. Unglaublich, dass er den Hammer getötet hat. Der Grabendler verhöhnt uns alle. Lasst ihn dafür bezahlen. Da oben ist das Teil. Ah ja. Und ein Bogenschütze. Du wirst mich nicht dabei stören. Nimm es. Die Währung des Landes. Klar. Aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst. So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von Eregion mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. Okay. Hier sind ganze zwei Aufgaben für... Okay, dafür brauche ich noch ein paar Fähigkeiten. Oha. Es sind da mindestens drei Türme hier, die ich noch freischalten muss. Aber ich würde sagen... Wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.